Hallo ihr Lieben, mein Name ist Olga Zimmermann und ich bin hier in der Küche vom Amazing Discoveries Studio. Und heute möchte ich mit euch einen leckeren Linsensalat machen. Dafür brauchen wir natürlich Linsen. Die habe ich auch schon fertig abgekocht. Da habe ich jetzt einfache Beluga-Linsen genommen. Ihr könntet aber auch Tellerlinsen nehmen oder eine andere Sorte von Linsen. Hauptsache keine rote Linsen, die werden ein bisschen zu weich für den Salat. Jetzt werde ich diese Linsen in eine große Rührschüssel geben. Die habe ich hier auch schon. Oh, ungefähr so 2-3 Becher voll. Je nachdem, wie groß eure Familie ist. Da ist es nicht so schlimm, wenn ihr ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr habt. Das macht gar nichts. An den Linsen könnt ihr dann die Menge des Salates bestimmen. So, zu den Linsen kommen jetzt verschiedene Zutaten. Ich habe hier einmal bunte Paprika, in diesem Fall gelb und orange. Das waren beides zwei kleine Paprika. Ihr könntet aber auch eine große gelbe nehmen oder eine große orange. Die habe ich gewürfelt und die gebe ich jetzt so, wie sie sind, hinzu. Dann habe ich hier 4 Tomaten, auch in Würfel geschnitten. Die kommen auch dazu. Danach eine Gurke, auch in Würfel geschnitten. Der wird schön bunt, dieser Salat. Hier habe ich 2 Knoblauchzehen. Ihr könntet aber auch statt Knoblauch zum Beispiel Frühlingszwiebeln nehmen. Ja, das könnt ihr hier selber variieren. In diesem Salat kann man eigentlich alles an Gemüse hineinschmeißen, was einem zu Hause so aus dem Kühlschrank entgegenspringt. Ich habe jetzt hier ein Glas Oliven klein geschnitten. Die gebe ich auch hinzu. Und hier habe ich eine Packung veganen Feta. Den habe ich auch gewürfelt. Der gibt dem Salat nachher so einen schönen, cremigen Geschmack. Und dann haben wir noch ein bisschen was an Kräutern und Salat. Hier habe ich Rucola genommen. Der passt, finde ich, sehr gut zu den Linsen. Den Knoblauch legen wir mal zur Seite. Den Rucola muss man jetzt nicht klein schneiden. Ich tue ihn einfach nur so ein bisschen anschneiden, dass er leichter auf die Gabel passt. So, die großen Blätter ein bisschen zerkleinern. Und dann kann man das auch schon dazugeben. So. Und hier habe ich jetzt noch eine Handvoll frische Petersilie an Kräutern und frische Minze. Die gibt dem Salat gleich so einen richtig schönen, frischen, sommerlichen Geschmack. Und im Sommer kann man diesen Salat sehr gut vorbereiten und mit zur Arbeit nehmen, wenn es draußen heiß ist und man etwas Frisches und Leichtes essen möchte. Oder für eine Party, da lässt er sich auch ganz gut vorbereiten und sieht super aus. Dadurch, dass er so bunt ist, ist das auf jeden Fall ein Hingucker. Ja, die Minze noch mal ein bisschen klein hacken. Ich habe Kaugummi in meiner Küche. Herrlich, der Geruch. Das ist für mich ein Teil vom Sommer. Frische Minze. Diese Kräuter, die bedeuten für mich Sommer. Der Geschmack, der ist im Winter einfach nicht zu bekommen. Dieses Aroma, das hat man nur, wenn die Kräuter ganz frisch aus der Erde gekommen sind. Ja, jetzt habe ich hier einen halben Teelöffel Kreuzkümmel. Der passt sehr gut zu den Linsen. Den gebe ich oben drauf. Ein bisschen Olivenöl, ein Esslöffel ungefähr.
Salz zum Abschmecken. Ungefähr ein Teelöffel reicht. So. Und ich habe zwei ausgepresste Limetten. Deren Saft kommt jetzt hier auch dazu. Diese Limetten zusammen mit dem Pfefferminz. Oh, herrlich. Ja, den Knoblauch haben wir noch vergessen. Den hacken wir auch noch mal ganz klein. Und dann haben wir auch schon alle Zutaten hinzugefügt. Ihr seht, wie schnell das geht, wenn man es eilig hat oder abends noch was vorbereiten möchte, eignet sich das hervorragend dazu. Jetzt machen wir hier ein bisschen Platz und dann mische ich den Salat und werde ihn anrichten. Ja, das sieht schon sehr gut aus hier. So ein schöner bunter Salat. Das sieht man schon allein an den Farben, wie viel Varietät wir da im Essen haben. Und die warmen Linsen, die verbinden sich jetzt mit den Kräutern. Und die Kräuter entfalten ihr Aroma. Der Wetter, der gibt auch noch so ein bisschen Cremigkeit in den Salat hinein. Und das knackige Gemüse. Man hat eine Mischung aus allem. Sowohl in der Konsistenz als auch in der Farbe und im Geschmack. So, jetzt richten wir das auf einem schönen Teller an. Der Duft, so riecht der Sommer bei mir. Wenn die Kräuter noch gerade frisch aus dem Garten kommen, dann riecht es herrlich. Ihr Lieben, ich kann mich nicht zurückhalten. Ich werde das jetzt hier gleich probieren. Macht den unbedingt nach. Ihr werdet es nicht bereuen. Der ist so lecker. Ich muss einfach noch ein zweites Mal probieren. Dankeschön fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Rezept.